Der virale Kartoffelsalat Mixmag Edition. Ab mit euch zum Mixmag, denn dort findet ihr alle nötigen Zutaten. Zuallererst kochen wir die Pellkartoffeln, gießen das ganze Wasser ab und zerdrücken dann diese in einer Auflaufform. Wir würzen das alles und geben da ein bisschen Öl drüber. Das Ganze wandert bei 240 Grad in den Backofen, so lang, bis die Kartoffeln richtig schön knusprig sind. Währenddessen machen wir unser Dressing. Dafür schnibbeln wir uns eine Gurke klein, sowie auch eine rote Zwiebel. Knoblauch darf natürlich nicht fehlen, da gibt ihr so viel dazu, wie ihr mögt. Mit frischem Dill wird das Ganze verfeinert. Ein Muss ist dieser Schmand, der eignet sich perfekt dafür. Toppen kann das Ganze nur noch meine Lieblingsmayonnaise. Rein damit! Abgeschmeckt wird das Ganze mit etwas süßen Senf, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Diesen Kartoffelsalat werdet ihr lieben. Die Kartoffeln waren jetzt circa eine halbe Stunde im Backofen. Jetzt löse ich die Kartoffeln vom Backpapier, schneide sie in mundgerechte Stücke und schon kann das Ganze serviert werden. Viel Spaß beim Nachmachen. Eine glatte 10.